Wir schauen uns wieder die Ergebnismenge Groß Omega an und die soll endlich sein. Ja? Also alle Elemente in Omega soll ich abzählen können. Was sollen dann diese Ereignisse sein? Was bedeutet das? Ereignisse. Jede Teilmenge, ja, A, die ich aus Omega bilden kann, ist ein Ereignis. Wobei diese Menge A, auf die Mengentheorie bezogen, auch Omega sein darf. Also es darf schon gelten, A kann Omega sein. Und für dieses Ereignis, ja, hat man eine besondere Bezeichnung. Das nennt man sicheres Ereignis. Warum? Beispiel. Wir werfen einmal einen Würfel, dann hätten wir ja als Ergebnismenge das hier. Ja, die 1 kann fallen, die 2 kann fallen und so weiter. So. Jetzt gehe ich davon aus, dass der Wahrscheinlichkeitsbegriff vorhanden ist. Jetzt möchte ich die Wahrscheinlichkeit wissen, dass eine von diesen möglichen Ergebnissen kommt. Dann schreibe ich das so. Oder abgekürzt, die Wahrscheinlichkeit von Groß Omega. Das ist ja wohl immer 1. Immer 100%. Eine Zahl wird hundertprozentig kommen. Das ist sicher. Ja. Also ist diese Menge Omega, beziehungsweise das Ereignis Groß Omega, ein besonderes Ereignis. Denn das ist immer 100%. Eine Augenzahl wird fallen, wenn ich einmal würfel. Ja, das ist sicher. Okay. Ein weiteres besonderes Ereignis ist das sogenannte unmögliche Ereignis. Das wird so geschrieben. Oder einfach eine leere Menge angegeben. Beides dasselbe. Warum heißt das unmögliches Ereignis? Wieder Beispiel Würfel. Ja, wir werfen einmal den Würfel und dann muss ich in dieser ganzen Wahrscheinlichkeitsaxiomatik, in diesem ganzen Formalismus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, irgendein Instrument drin haben, das mit solchen Ereignissen umgehen kann. 7-Feld oder 12-Feld oder, ja, man sieht, meiner Fantasie ist keine Grenze gesetzt. Aber wie soll jetzt die Wahrscheinlichkeit von so einem Ereignis definiert sein, ja, auf unser Zufallsexperiment, einmaliges Werfen eines Würfels bezogen? Natürlich mit 0. Denn die 7 taucht in meiner Ergebnismenge ja überhaupt nicht auf. Also alles, was ich mir ausdenken kann, was hier nicht drin ist, ja, wird schon mal dem unmöglichen Ereignis zugeordnet. Und die Wahrscheinlichkeit von so einem Ereignis ist stets 0. Ja, deswegen unmögliches Ereignis. Okay, weitere besondere Ereignisse in Omega. Das sind alle Ergebnisse selbst, ich schreibe es mal so, mit I Element aus dieser Menge hier. Wobei das hier hinten die Mächtigkeit ist, also die Anzahl dieser Elemente in Omega. Ja, wenn jetzt I losläuft von 1 bis 6 auf unser Würfelbeispiel bezogen, dann habe ich eben 6 sogenannte Elementarereignisse. Ja? Beispiel auf unser Würfel, auf unseren Würfelwurf wieder bezogen. Also Würfel. Ich habe dieses Omega als Ergebnismenge. So, und dann sind die Elementarereignisse A1 einfach 1 Feld, A2
2 Feld, A3, 3 Feld und so weiter bis, naja, I muss 6 sein. Ja. A6 gleich 6. All diese Mengen, ja, sind ja Ereignisse. Aber diese Mengen sind spezielle Mengen, weil das sind gleichzeitig die Ergebnisse von meinem Zufallsexperiment, die sogenannten Elementarereignisse. Ein weiteres besonderes Ereignis ist das Gegenereignis zu dem Ereignis A. Ja, machen wir dazu auch ein Beispiel. Wieder unser Würfelwurf und die Ergebnismenge definieren wir ein Ereignis. Augenzahl ist gerade. Dann ist das Gegenereignis, also der Satz umformuliert, also das Gegenteil davon, die Augenzahl ist ungerade. Ja, es gilt wohl offensichtlich, dass diese Menge nichts anderes ist als ja, die Grundmenge abzüglich der Menge a. Dann habe ich die Komplementärmenge. Das heißt, in dieser Menge sind alle Elemente, alle Ergebnisse WI, die nicht in der Menge A drin sind. Ja. Also hier gerade alle, die wo sich durch 2 teilen lassen. Ja. Okay, das hier und das hier. Und das Komplement davon, alle die, wo sich nicht durch 2 teilen lassen. Das wäre die, die und die. Also offensichtlich gilt das. Ja. Omega sind alle. Und wenn ich die Elemente, was in A drin sind, hier rausnehme, dann bleibt das Komplement, die Komplementärmenge über. Die Frage ist nun, wie viele Mengen kann ich aus diesen Omega bauen? Ja. Das wurde ja bereits im externen Video beantwortet. Wir brauchen die Potenzmenge, weil wir hier eine abzählbare Menge haben. Groß Omega soll abzählbar sein. Ja, ich kann hier abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wunderbar, 6 Elemente sind drin. Und dann kann ich die Potenzmenge berechnen, auf diese Menge bezogen. Und die Mächtigkeit, also wie viele Elemente in dieser Menge, in dieser Potenzmenge drinstecken, kann ich dann ermitteln über diese Formel. 2 hoch Mächtigkeit von meiner Menge Omega. Das wäre jetzt auf unser Würfelbeispiel bezogen. 2 hoch 6. Ja. 2 hoch 6, was 64 mögliche Mengen entspricht. Also 64 mögliche Mengen könnte ich aus dieser Menge hier erzeugen. Ja. Das haben wir bewiesen im externen Video. Ja, Omega, wenn endlich ist, also ich das Ganze abzählen kann, kann ich die Potenzmenge berechnen und davon kann ich wieder die Elemente anschauen, also wie viele Elemente sind in meiner Potenzmenge, also die Mächtigkeit davon, angeben. Ja, und das ist immer 2 hoch Mächtigkeit von meinem Ergebnis, von meiner Ergebnismenge. Gut. Das waren mal die Grundüberlegungen zu diesen Ereignissen, zu dem Begriff Ereignis und Ereignisse. Gut.